Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Mohr und ich spreche heute zum Thema STEC, ein Ökosystem für raumzeitliche Daten. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, erstmal, warum machen wir überhaupt STEC? Und viele von uns kennen wahrscheinlich das Problem, dass wenn man Geodaten sucht, kommt man zuallererst wahrscheinlich auf eine dieser proprietären Portale. Die funktionieren alle unterschiedlich, haben alle mehr oder minder gute Funktionen und funktionieren mehr oder minder gut. Und eben so ähnlich funktioniert es mit den ganzen APIs, die dahinter stecken und zur Verfügung stehen. Manche machen die Wolkenbedeckung von 0 bis 1, manche von 0 bis 100. Und so ist es wirklich problematisch und kompliziert, wirklich an Daten zu kommen. Und so kam dann die Idee auf, entsprechend STEC ins Leben zu rufen. Nun, was ist STEC überhaupt und wofür steht es? Nun, STEC steht erstmal für Spatial Temporal Asset Catalog und ist, wie gesagt, ein Ökosystem für raumzeitliche Kataloge und Daten. Die Daten werden in diesem Fall hier auch oft Assets genannt. Und es besteht aus vier Teilen. Einerseits natürlich die Metadaten, also den Metadatenstandard, die standardisierte API, dann natürlich die dafür konzipierten und geschriebenen Software-Module und dann natürlich ganz wichtig die Kataloge, die entsprechend die Daten zur Verfügung stellen. Was man dazu vielleicht auch sagen sollte, ist, dass das Ganze direkt von Anfang an für die Cloud optimiert wurde, da das unserer Meinung nach die Zukunft darstellt und dementsprechend auch für entsprechende Standards wie Cloud-Optimized GeoTIFFs optimiert ist. Jetzt werden sich natürlich einige fragen, noch ein Standard? Und ja und nein, natürlich in diesem Fall, denn STEC hat einen entsprechenden Fokus gesetzt auf Suchen, Finden und Erkunden von Daten. Das heißt, die Kernspezifikation ist tatsächlich darauf ausgelegt. Dementsprechend ist STEC an sich kein vollständiger Metadatenstandard, wie man ihn beispielsweise aus den ISO-Standards kennt. Und verlinkt entsprechend auf die Daten und auch auf die Originalmetadaten, so dass dies keine Replikation der vollständigen Metadaten sind oder gar ein Ersatz dafür. Es wird quasi aus den Originalmetadaten generiert und es entstehen daraus dann verlinkte JSON-Dateien, die im Endeffekt einen statischen Katalog erstellen. Und dieser statische Katalog kann sehr einfach auf beispielsweise S3 oder anderen Object Storage Mechanismen abgelegt werden, ohne dass man quasi einen Server dafür in der Hinterhand halten muss. Die Spezifikation ist erweiterbar und kann dementsprechend auch für andere Use Cases genutzt werden. Die API selber ist eine HTTP REST API, auch wiederum JSON basiert. Und zugrunde dieser API haben wir OGC API Features gelegt, welche ebenfalls eine API definiert und quasi das vormals WFS ersetzt. Auch hier wieder erweiterbar, um andere Use Cases abzudecken, unter anderem zum Beispiel Transaktionen. STEC hat jetzt bereits eine große Anzahl von Softwarebibliotheken und Software-Tools, unter anderem eine Reihe an Klienten- und Server-Applikationen, Anwendungen zur Katalogerstellung, Validatoren für Kataloge und auch Erweiterungen für bestehende Geosysteme wie QGIS, GeoServer oder GeoTools. Und das halt für eine Reihe von Programmiersprachen wie beispielsweise Java, Python, Scala, JavaScript oder C#. Und ebenfalls natürlich wichtig sind eine Reihe an Katalogen mit Daten zur Verfügung zu haben. Und das ist ein immer größer werdender Bereich an Daten, die da verfügbar sind. Das fängt an mit Sentinel-Daten, Landsat-Daten, Cybers-Daten und geht hin bis zu ganz kleinen Datensätzen. Und auch hier wiederum findet sich eine Liste mit öffentlichen und teilweise auch privaten Datensätzen auf stackindex.org. Nun, wer ist dabei? Im deutschsprachigen Raum zum Beispiel fängt nun das LGLN in Niedersachsen auch an.
Stack zu nutzen. Swisstopo hat eine API und statische Kataloge verfügbar gemacht. DLR nutzt Stack und auch EOX. Und ebenso ist es Stack ein Kernbestandteil von dem Projekt OpenIO und dem darauf basierenden Projekt OpenIO Plattform. Ja, das ist eine kurze Einführung gewesen. Ich hoffe, das gibt ein bisschen Input für die Zukunft und ich hoffe, viele können sich in Zukunft damit beschäftigen. Danke.